In dem heutigen Video spreche ich über die Top 5 Gadgets für Männer im Jahr 2020. Ja Leute, ich habe einfach mal eine Liste mit meinen Top 5 Gadgets für Männer angefertigt und möchte die euch heute hier in diesem Video präsentieren. Und manche Gadgets, ja, nutze ich tatsächlich tagtäglich und manche Gadgets möchte ich aus meinem Alltag auch gar nicht mehr missen. Das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Ich habe euch alle Gadgets unten in der Infobox verlinkt, sofern ich die im Internet gefunden habe. Und ich will gar nicht mehr lange rumschnacken, sondern direkt loslegen. Aber eins noch, ja, an die Frauen da draußen, dieses Video ist sicherlich auch ganz gut für euch, denn dann habt ihr vielleicht ein bisschen Inspiration für Geschenkideen für eure Männer. Also, starten wir mit Gadget Nummer 1. Das ist das hier. Und von diesem Produkt bin ich so unfassbar überzeugt, dass ich es tatsächlich sogar in unsere Produktpalette mit aufgenommen habe. Es ist kein iPhone, sondern die Rede ist von einer elektronischen Gesichtsreinigungsbürste. Und Leute, dieses Teil ist wirklich mega. Ich benutze das jeden Morgen, ja, wenn ich in der Dusche bin, mache ich mein Gesicht damit sauber. Und ich finde es so angenehm, dass ich das nicht nur eine Minute mache, sondern tatsächlich manchmal sogar 3 Minuten. Also man soll eigentlich nur eine Minute sein Gesicht damit reinigen. Aber das ist so angenehm. Es hat auch so einen Massageeffekt, sage ich jetzt mal. Hammermäßig. Also dieses Teil möchte ich aus meiner Pflegeroutine nicht mehr missen. Und das ist mein absolutes Gadget 2020. Also mega. Und wenn du dir dieses Gadget zulegst, ja, ist nicht nur gut für dich, sondern auch für deine Freundin oder deinen Partner, denn der kann dieses Gadget gleich mitbenutzen. Und gerade wenn du Probleme mit der Haut hast, zum Beispiel wie ich, dann ist das mega, weil du deine Haut so wesentlich besser reinigen kannst und wesentlich gründlicher reinigen kannst, bis in die letzte Pore. Und ja, wenn du zum Beispiel auch dein Bart, ja, zum Beispiel hier jetzt die Konturen rasierst, ist auch ein sehr gutes Gerät, um einfach vor der Rasur einfach deine Haut darauf vorzubereiten, wenn du dich nass rasieren möchtest. Und es hat auch noch eine Anti-Aging-Funktion. Also Leute, dieses Teil ist wirklich mein absolutes Gadget 2020. Machen wir weiter mit dem zweiten Gadget. Das ist das hier. Das hier ist eine Massagepistole, Leute, und das ist so krass. Das Teil ist wirklich extrem krass. Es gibt es in verschiedensten Ausführungen. Und das erste Mal, als ich mit diesem Produkt in Berührung gekommen bin, das war so rund vor 1,5 Jahren, da hat ein Kollege das mitgehabt zu einer Show und meinte zu mir so, ey Korte, das musst du unbedingt mal ausprobieren, wird dir richtig krass gefallen. Dann habe ich das ausprobiert und da hat mich das Produkt noch nicht zu 100% überzeugt. Ja, aber immer mal wieder beim Sport hatte das irgendein Kollege mit dabei und ich habe es immer mal wieder ausprobiert zum Aufwärmen oder auch anschließend nach dem Sport. Und jetzt hat es mich so überzeugt, dass ich mir das tatsächlich auch selber gekauft habe. Gerade wenn du zum Beispiel jetzt viel Sport machst und auch oft vielleicht mal Muskelkater hast, ja, dann ist das Gerät wirklich Bombe. Oder auch zum Aufwärmen, wenn du vorm Sport einfach deine Muskeln so ein bisschen aufwärmen möchtest, wirklich mega Gadget, ja. Und ich kann dir sagen, wenn du hiermit eine Fußmassage machst, ja, von unten am Fuß, oh mein Gott, oh mein Gott, was anderes kann ich dazu nicht sagen. Also das Teil ist echt krass, gerade auch ideal für die Sportler unter uns. Das nächste Gadget ist das hier. Du denkst wahrscheinlich, hä, was ist denn hier drin? Hier drin sind Noise Cancelling Kopfhörer. Und ich muss sagen, das erste Mal, als ich mit Noise Cancelling Kopfhörer in Berührung gekommen bin, das war auf dem Flug nach Rumänien. Da hatte ein Kollege von mir Noise Cancelling Kopfhörer mit dabei und er meinte so, hey, setz die Teile mal auf, ja, du wirst es lieben. Ich habe damals, das waren Sony Kopfhörer, habe die aufgesetzt und habe gesagt, Alter, was ist das denn? Ist ja mega. Aus dem Flieger raus, ich habe die Teile direkt bestellt, ja, hatte dann Sony Noise Cancelling Kopfhörer, habe den irgendwann verloren gebracht und bin dann umgestiegen auf diese Bose Noise Cancelling Kopfhörer und ich muss sagen, ich bin von diesen Kopfhörern begeistert. Also ich nutze die fast täglich, ja, eigentlich schon täglich, denn die Noise Cancelling Funktion ist wirklich bombastisch. Also wenn du zum Beispiel fokussiert arbeiten möchtest und einfach alles andere um dich herum ausblenden möchtest, sind die top. Und das Coole ist, dass man mit denen auch top telefonieren kann. Das ist echt ein cooles Feature. Man kann dann wirklich top telefonieren. Also der andere hört dich auch sehr gut. Das ging bei den Sony nicht so geil. Und grundsätzlich zum Reisen ohne die Teile geht bei mir nicht mehr. Also ich bin, glaube ich, ein relativ schlechter Reisepartner. Denn wenn ich die Teile aufsetze und dann im Hintergrund noch so Lala-Musik läuft, Leute, ich bin in einer ganz anderen Welt unterwegs. Ich bin einfach futsch. Ja? Also das ist wirklich mega mit diesen Noise-Canceling-Kopfhörern. A, Musik zu hören, B, zu arbeiten und C, einfach zu entspannen oder auch zu telefonieren. Also die Teile, Leute, absoluter Traum. Das nächste Gadget, ich habe irgendwie alle Gadgets in schwarz, ja, ist das hier. Das Teil hat mich so oft gerettet, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin auch ein Typ, ja, ich bin prädestiniert dafür, dass ich immer einen leeren Akku habe, ja, also nicht vom Energielevel her, sondern vom Handy her.
Ja, ich hatte echt Probleme mit meinem iPhone 7 Plus, das war auch schon ein bisschen älter und der Akku hat einfach nicht mehr lange gehalten. Und dieses Teil hier hat hier hinten extra so einen Akku dran, das kannst du einschalten und dann hast du noch eine extra Akkuladung und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft dieses Teil mich gerettet hat. Und weil ich das Teil so gut finde und weil es mich so oft gerettet habe, habe ich davon sogar zwei gekauft für mein iPhone 7 Plus. Ich habe jetzt gewechselt auf das iPhone 12 Pro, da werde ich mir auch so ein Teil bestellen, wahrscheinlich sogar zwei. Das hat zwar eine bessere Akkulaufzeit, aber das ist echt ein richtig gutes Gadget, auch wenn du zum Beispiel unterwegs bist. Du weißt, du hast irgendwie einen langen Tag, ja, bist einen langen Tag unterwegs oder vielleicht auch beim Reisen, ja. Wenn du weißt, okay, du hast jetzt irgendwie 12, 13 Stunden keine Möglichkeit, dein Handy zu laden, ist das Teil wirklich Bombe. Die gibt es auch, die gibt es von Apple, klar, sind teurer. Es gibt aber auch in Anführungsstrichen No-Name-Produkte, die identisch gut sind. Also von daher, schau mal in die Infobox rein. Ich verlinke dir da was Gutes. Last but not least, Leute, ebenfalls schwarz, ja, ist in dieser schwarzen Hülle drin. Das letzte Gadget, was mir in diesem Jahr wirklich sehr viel Freude bereitet hat. Aus dem Grund, weil ich relativ oft Kopfschmerzen bekomme, weil ich natürlich auch lange und oft vom Laptop sitze. Und ja, auf Empfehlung von meiner Freundin habe ich mir dieses Teil gekauft. Das hier ist eine Blaulichtbrille. Ja? Ich habe mir diese Blaulichtbrille bei Ace & Tate gekauft und falls jetzt jemand fragt, was das für ein Modell ist, sage ich euch direkt, das ist Nile Large in Satin Silber. Ja, also Satin Silber, Nile Large, das ist das Modell und ich muss sagen, es ist wirklich super. Also es filtert halt ein Blaulicht, da ist keine Stärke drin und somit minimiert das halt die Wahrscheinlichkeit, dass du Kopfschmerzen bekommst, wenn du lange vom Laptop sitzt. Und ich kann es nur jedem empfehlen, wenn du zum Beispiel irgendwie einen Bürojob hast und auch deine 10, 12 Stunden am Tag vom Laptop sitzt, dann kannst du dieses Teil einfach kaufen, aufsetzen und einfach mal ausprobieren. Also mir hat es auf jeden Fall geholfen. Ich habe nicht mehr ganz so häufig Kopfschmerzen wie sonst und das ist auch wirklich ein richtig cooles Gadget, was ich fast tagtäglich benutze, wenn ich halt vom Laptop sitze. Produkt verlinke ich dir logischerweise auch in der Infobox. Und ja, das sind meine Gadgets 2020. Wirklich Top-Produkte, kann ich jedem weiterempfehlen und ich hoffe, ich kann den Frauen der Schöpfung vielleicht auch heute mit diesem Video ein bisschen Inspiration bieten, um den Männern was Schönes zu schenken. Also Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen Inspiration geben zum Thema Gadgets. Vielleicht war für euch auch was dabei. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.